Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's auch gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, ist auf jeden Fall was Krasses passiert. Nachdem wir Medina Kachbina eliminiert haben, kam auf jeden Fall jetzt der Anwalt von Medina, Bad Boy Peach Boo. Er hat ein YouTube-Video gedreht auf dem Kanal von JQ Entertainment. Die Jungs sind auf jeden Fall stabil so. Ich habe mir mal die Videos von denen angeschaut. Die machen so Beziehungs-Diskussionsvideos, glaube ich. Und keine Ahnung, dann haben die jetzt auf jeden Fall mit denen ein Interview gedreht. Aber Bad Boy Peach Boo ist trotzdem ein Kalb. Egal Leute, ich will nicht großartig viel reden oder so, ich fange direkt mit dem Video an, er hat mich auch in dem Video indirekt erwähnt und darauf werden wir gleich reagieren. Bleibt von Anfang bis zum Ende dabei, damit ihr auch alles versteht. Ja Mann, viel Spaß. Stell dich einmal vor, wer bist du? Was geht ab, ich bin Bad Boy Boo, jeder kennt mich aus TikTok, weil ich bin die Nummer 1 gerade. Ja Mann, mehr muss ich nicht dazu sagen. Er ist die Nummer 1 gerade. Er ist die Nummer 1, sagt er. Lan, wo warst du mal die Nummer 1, Lan? Mein Hund ist bekannter als du. Ja, ne, so selbstsicher sagst du, ich bin die Nummer 1. Normal, wallah. Vorab, Leute, wir haben uns jetzt gerade erst in der Stadt kennengelernt und haben so ein bisschen über TikTok geredet. Und deswegen würde ich mal sagen, wenn wir ein paar Fragen stellen, ja, über Mann. TikTok, ne, die du dann beantworten werdest. Let's go. Meine erste Frage ist, Bruder, wie ist dein Content? Also, wie hast du dein Content aufgebaut? Weil, wie viele Abonnenten hast du? Auf TikTok 200.000, Snapchat 5 Millionen, Instagram 100.000. Ich war mich selber, ich poste viel Scheiße. Ich poste krasse Sachen. Ich poste eigentlich sogar die krassen Sachen auf ganz TikTok. Er postet die krassen Sachen auf ganz TikTok. Was postest du denn, Name nach ihm? Er postet ein Video mit einer 15-Jährigen, wie der mit ihrem Hotel chillt. Komische Sachen macht, ja, ihr wisst, was ich meine. Krasser Content auf jeden Fall. Du machst die krassesten Sachen, Name nach ihm. Du bist krass. Das Ding ist, Leute, er macht keinen Spaß. Er denkt wirklich von sich selbst aus, er ist der krasseste. Weil er, der hat ein richtiges Problem mit sich selbst. Ich schwöre auf alles. Der Typ hat auf jeden Fall Probleme mit sich selbst. 100 Millionen % an. Ja, Mann, ich baue halt einfach Scheiße. Ja. Mit meinen Girls. Mein erster Gedanke ist, du bekommst bestimmt dafür viel Hate. Ja. Normal. Aber das juckt dich gar nicht, ne? Juckt mich gar. Ich liebe das sogar. Leute, bitte, bitte, bitte hatet mich weiter. Ich feiere das unnormal, weil über die relevantesten Leute redet man halt und deswegen, ja, Mann. Er denkt wirklich, er ist relevant. Er denkt wirklich, er ist relevant und weil ich ja Videos über den mache, ja, ne, er findet sich jetzt wirklich relevant. Bruder, ja, ne, auch ohne dich würde ich YouTube weitermachen. Weißt du, wie ich meine? Du bist nichts. Du hast nichts. Du bist nichts. Bruder, nur weil du auf TikTok Zahlen hast, meine Oma kann morgen mit TikTok anfangen, kann Börek machen, Bruder. Ich schwöre auf alles, die kann sogar viral gehen, wenn die will. Auch wenn das so traurig klingt, aber Bruder, wenn man den Hate bekommt, komm mal schnell zum Erfolg. Ja, ist das halt das Problem, ne? Ja, Bruder, kann man so oder so sehen, Alter. Ob das wirklich ein Erfolg ist auf Dauer, Bruder, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall kein Erfolg. Also meiner Meinung nach ist das kein Erfolg, wenn man gehatet wird, ja, wenn man mit Cringe-Content bekannt wird. Ja, sage ich mal so. Bekannt heißt nicht gleich erfolgreich, ne? Das ist halt das Krasse an TikTok. Ja, Mann. Warum? Was ist passiert, dass du Hate bekommen hast? Ich bin einfach eine Person, über die man immer spricht, weil ich einfach besonders bin. Mein Charakter ist krass, ich bin lustig, ich bin white, Alter, ich bin bad, alles einfach. Das hat mich zu dem Menschen jetzt gemacht, der ich heute bin. Ihr seht, wie ich lebe. Mein Nachbar, er denkt wirklich, er ist Fußballer oder so. Das hat mich jetzt zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Was ist denn aus dir geworden? Was bist du denn geworden? Soll ich mal den Leuten erzählen, wie du lebst? Du lebst auf den Nacken von deinem Vater, du hilfst dich mal deinem Vater, du arbeitest dich mal für deinen Vater. Dein Vater hat eine Pizzeria. Und würdest du wenigstens noch nebenbei für deinen Vater arbeiten, würde ich schon sagen, okay, Respekt, Alter, er ist noch ein Mensch, Bruder. Er hat noch ein Leben irgendwo, weißt du, ich mein? Aber der Typ setzt alles auf diese Social Media. Bruder, tamam, okay, setz auf diese Social Media, aber doch nicht auf TikTok. TikTok, Snapchat und so, du hast doch noch nie Geld richtig verdient, Alter. Wie kannst du denn auf sowas setzen? Ja, nee, er denkt wirklich, nur weil er auf Snapchat, auf Instagram und so weiter ein bisschen Follower hat, denkt er jetzt wirklich, er ist relevant? Oder er denkt wirklich, er ist erfolgreich? Ihr seht, welche geilen Weiber ich habe. Ja, Mann. Okay. Das Ding ist, er flext mit dem, oh mein Gott, hat er jetzt wirklich nicht gesagt, Bruder. Er flext mit den Weibern, die er hat. Karl, ihr wisst, was für geile Weiber ich habe. Hat man gesehen, geile Weiber. Ilginai, geile Weiber? Mhm, okay. Ilginai, mhm, okay. Sarah GBS, okay, geile Weiber, okay, ja. Aber nach Röhm, die eine sieht einfach aus wie ein Ladekabel, die eine sieht aus wie so eine Schwipp-Schwapp-Dose, Amena Röhm. Oder der Typ, der kann gar nicht unterscheiden, was geil ist und was nicht geil ist. Wisst ihr auch warum? Weil der Typ auf Jungs steht. Du bist ja real, ne? Erzähl mal den Leuten, auf was du stehst. Ich muss das kurz erwähnen, ich weiß, die Leute können halt nicht mehr hören. Wir leben im Jahr 2022, jeder kann das machen, was er möchte. Alles schön und gut, macht, was ihr wollt, interessiert mich auch nicht. Es ist lustig, Sachen zu machen, worüber alle Leute reden. Aber ich finde, man sollte es natürlich nicht übertreiben. Aber ich finde es einfach traurig, Bruder, dass die Leute so diese, ich sag mal, diese asozialen Sachen einfach feiern. Wenn du was Gutes tust, juckt es niemanden. Guck dir mal TikTok an. Jeder, der TikTok bekannt ist, macht irgendwas, was Gesprächsthema ist. Weißt du, was ich meine? So, in dieser Generation musst du einfach Sachen machen, die sich keiner traut und so kommst du weiter. Und ich war schon immer ein Mensch, ich will nicht so sein wie 99% der Gesellschaft. Ich will was Besonderes sein, ich bin was Besonderes. Der hat wirklich gesagt, er ist was Besonderes, Bruder. Hat der jetzt wirklich gesagt, er ist was Besonderes? Er hat wirklich gesagt, er ist was Besonderes, ne? Bruder, was machst du denn? Was bist du denn? Wer bist du denn? Was bist du denn? Man sagt ihm, hä? Wie, du bist was Besonderes? Nur weil du ein Nonnasch bist oder was? Ja, ne, was bist du denn? Bruder, ne, ey, ich mach jetzt keinen Spaß. Der und dieser eine, der Prinz. Bruder, Walla, die sind auf einer Höhe. Bruder, Bad Boy Peach Boo und der Prinz, die sind auf einer Höhe.
Und auch wenn die Leute was anderes sagen, ich weiß, wer ich bin, und trotzdem die Leute reden über mich so, dann ist man relevant, weißt du, was ich meine? Aber ich feiere diese Persönlichkeit. Egal, was du machst, du stehst dazu. Ich küsse dein Herz. Also muss das auch, ehrlich. Am Ende des Tages kann ich gut schlafen mit meinen ganzen geilen Chicks, Mann. Hat's vier Jahre im Mund oder was? Du kannst angeblich gut schlafen mit den Chicks. Bruder, mit welchen Chicks? Welchen, Bruder? Er sagt, er kann in Ruhe schlafen. Kannst du damit in Ruhe schlafen, dass du mit einer 15-jährigen Mädchen im Hotel solche ekligen Videos gedreht hast? Kannst du damit in Ruhe leben? Kannst du auch später damit in Ruhe leben? Wie willst du das rechtfertigen? Der Rest juckt mich nicht. Die Leute sind vor ihren Handys so deprimiert und haten. So, juckt mich nicht, was bei denen geht. Ja, man muss nur eins mal dabei bedenken, Bruder, das ist auch mein Gedanken. Internet vergisst nicht. Das bedeutet, egal was du im Internet postest, das bleibt für immer. Aber wenn man dazu steht, das, was man macht mit dem Content, oder dann Khalas, dann gib ihm. So, weißt du, was ich meine? Ist so, sehe ich auch so. So. Ich weiß, was ich jetzt mache, und in 5 Jahren werde ich darüber lachen. Voilà. Und die Leute sagen auch immer, sehen deine Eltern die Videos. Ja, meine Eltern sehen meine Videos. An dieser Stelle liebe Grüße an meine Eltern, ich liebe euch. Egenai, ich liebe dich, Sarah, ich liebe dich ganz kurz. Ja, Mann. Bruder, der Arme ist cringe. Bruder, der Typ ist cringe. Der Arme, Digga, der tut mir unnormal leid. Wallah, habt ihr das gehört? Egenai, ich liebe dich, Sarah, ich liebe dich. Bruder, Sarah und Egenai, sind das deine Eltern oder was? Soll ich mal den Leuten zeigen, was deine Eltern wirklich davon halten? Ich habe nur ein Video auf der For You-Seite gesehen, worüber die Leute so voll viel geredet haben, war, ich glaube, im Hotelzimmer auf dem Bett mit der Dame Sarah GBS. Ja, ja. Ich glaube, die Leute haben da viel Falsches gedacht, aber was ist so deine Intention dabei gewesen? Oder was wolltest du mit dem Video erreichen? Oder hast du es einfach so gemacht? Was ist da genau passiert? Guck mal, Leute, Sarah ist einfach so drauf wie ich. Wir leben unser Leben und wir scheißen auf die Leute. So, wir haben dieselbe Einstellung in der Hinsicht und ich feiere Sarah unnormal, meine Freunde feiern sie auch unnormal. Ich bin mit irgendeinem, wir sind ein Dreierteam, irgendeine Sarah und ich. Weil wir sind einfach gleich so. Was habe ich mir dabei gedacht? Wir wollten Videos drehen, wir hatten Spaß da. Er, Ilginai und Sarah Geber sind gleich, sagt er. Normal, alle drei Kachs. Und was an dem Abend war, war an dem Abend so. Wir hatten einfach Spaß, wir haben unser Leben geschildert, wir haben Videos gedreht. Und was die Leute interpretieren oder sich da ausdenken, ist uns scheißegal. Und das ist ja auch irgendwie so Ergebnis, also wir wollen das sogar. Wir sollen labern, was sie wollen, weil das ist ja das, was uns wieder weiterbringt. So, weißt du, was ich meine? Guck mal, ich habe jetzt eine Frage an dich, Bad Boy Peach Boo. Du sagst, das ist das, was uns weiterbringt. Aber wo bringen wir dich weiter? Yanni, wo bringen wir dich weiter? Yanni, was bekommst du denn dadurch? Aufmerksamkeit. Hamam, aber diese Aufmerksamkeit ist negativ, Bruder. Yanni, du kannst dir damit nichts aufbauen. Weißt du, wie ich meine? Das ist nichts Schönes. Das ist garantiert nichts Schönes, Bruder. Yanni, was erwartest du? Yanni, was denkst du dir dabei? Das bringt uns immer wieder weiter. Du lebst in einer Blase, Bruder. Du weißt selber nicht, was du willst. Beziehungsweise, du weißt selber nicht, wie das Leben funktioniert. Du tust mir unnormal leid. Du tust mir wirklich unnormal leid. Du schwebst gerade, Bruder. Ich weiß nicht, was du zu dir nimmst. Vielleicht, keine Ahnung, wissen wir ja einige Sachen nicht. Und da haben voll viele Leute geschrieben, hast du was mit ihr oder ihr, hast du was mit dem? Eine gute Formel gibt es dafür, ein Mann schweigt und genießt. Es war auf jeden Fall nicht so, wie ihr das alle behauptet habt. Wallah. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil die Leute sollen weiter haten. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber Sarah hat in einem Livestream gesagt, was an dem Abend war. Und damit hat sie alles beantwortet. Deswegen check das Video nochmal ab und... Yanni, willst du uns jetzt damit sagen, du hast sie weggehauen oder was? Digga, du kannst sie nicht weggehauen, weil du auf Jung stehst. Geht ja nicht, Sarah GBS ist kein Junge. Sie hat das doch selbst im Livestream gesagt, dass du auf Jung stehst. Rück endlich mit der Wahrheit raus. Dann meine nächste Frage, Bruder. Auf TikTok passiert im Moment sehr, sehr viel Stress. Was ich so ein bisschen schade finde, weil für mich ist das so, wenn ich Stress habe, Bruder, ich gehe nicht live damit, um das mit der Person zu klären, sondern ich treffe mich mit der Person gerne. Hat dich bis jetzt so in TikTok so irgendjemand so richtig gekränkt oder... Wo du sagst, ey, das muss jetzt nicht sein. So, ich kann die alle gar nicht ernst nehmen, weil ich kenne die meisten privat davon. So. Ein gutes Beispiel, ich habe vor kurzem auf eine möchtegern TikTokerin reagiert. So. Und ich kenne die privat und ich weiß, wie die privat drauf sind. Das sind alles kleine Hühner. Ja, Mann, jeder TikToker, das sind alles kleine Hühner. Aber du bist ein krasser Playboy, Alter. Du bist ein krasser Playboy. So, Yanni, keiner kann dir das Wasser reichen. Du bist der krasseste TikToker. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ich sag dir mal eine Sache, du kommst niemals an den Status von Mariam und Yunus Amiri. Auch wenn ich von denen nichts halte. Auf gut Deutsch, jetzt ohne Scheiß. Die TikToker sind alles kleine Hühner privat. Ich kenne die, ich verstehe mich eigentlich auch mit allen gut, aber ich kann die halt nicht ernst nehmen, wenn ich die auf Social Media sehe, weil die verstehen sich alle. Jeder TikToker versteht sich. Es gibt vielleicht 3 TikToker von allen, die real sind und... Ja, die davon real sind und einer davon bist du. Du bist ja angeblich real. Dann sag mir mal eine Person, die dich ernst nimmt. Ja, nee, sag mir mal eine Person, die dich ernst nimmt. Wallah, deine Eltern nehmen dich nicht mal ernst. Soll ich das raushauen? Bruder, zwing mich nicht dazu. Dich kann man nicht ernst nehmen. Natürlich, alles ist nur zur Unterhaltung. Alles ist nur Spaß, alles ist nur Unterhaltung. Ja, Mann. Lass wirklich machen, was sie auch machen. Also, ich bekomme in den Kommentaren einige... Möchte gern YouTuber oder TikToker mit, die auf mich reagieren. So, da ist ein Kandidat, der dreht jeden Tag Videos über mich und er zeigt, wie relevant wir eigentlich sind und er wartet auf eine Antwort von mir. Ich werde jetzt auch seinen Namen ungern erwähnen, weil ich erwähne keine unrelevanten YouTuber, die schon ausgestorben sind und deren Content nur daraus besteht, andere Leute fertig zu machen. So. Solche Leute kann ich nicht ernst nehmen, weißt du?
Bad Boy Peach Boo, ich sag dir mal eine Sache. Tamam, man. Du sagst ausgestorben, die sagt Rala, denk was du willst. Ich bin ausgestorben, wenn ich will, kaufe ich den Laden von deinem Vater heute noch ab. Sag Bescheid. Ich will nicht flexen oder so, aber Alhamdulillah so, ich stehe mit beiden Beinen im Leben, nicht so wie du. Ich lebe nicht von meinen Eltern, weißt du, wie ich meine? Du lebst von deinem Vater, ja, du lebst von dem Geld von deinem Vater, schämst dich gar nicht. Fragst mit deinen 21 Jahren noch nach Taschengeld. Ich weiß, wie das Leben funktioniert, Alhamdulillah. Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, krass. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit meinem Ding, was ich hier durchziehe, irgendwann mal mein Leben finanzieren kann. Und Alhamdulillah, ich bin jedem von euch einzelnen dankbar. Dankeschön, dass es euch gibt. Ich küsse eure Augen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Erstens, ich bin dankbar. Und zweitens, ich weiß das zu schätzen. Ich gehe nicht und lüge meine Zuschauer an. Weißt du, wie ich meine? Nicht so wie du. Erzähl erstmal den Leuten, was mit dir wirklich ist, bevor es ein anderer tut. Versteht mich nicht falsch oder so. Ich will nicht flexen oder so. Das alles habe ich euch nur zu verdanken. Ja. Und ich weiß es auch sehr zu schätzen. Ich liebe euch alle. Wallah. Ich meine das ernst. Ein bisschen emotional geworden, ihr wisst Bescheid. Das ist das, was mich ein bisschen an diese Leute aufregt, ja. Ja, ein paar Zahlen auf TikTok denken jetzt wirklich, diese Superstars, Amana, okay. Ja, ne, geht und hilft erstmal euren Eltern, Bruder, bitte. Geht und hilft euren Eltern. Wir kommen davon so wenig mit, von diesem TikTok-Beef oder sonst was, ne? Ja, ja, also ich habe auch keinen TikTok-Beef. Ich lege mich auf TikTok mit niemandem an, weil ich will niemandem diese Reichweite geben, die ich gerade habe. So, ich gönne euch eigentlich, ihr Wannabe-TikToker, möchte gern. Du bist ein Möchtegern-TikToker, du bist kein TikToker. Nur weil du auf die For You-Page kommst und dadurch Zahlen generierst, Bruder, du bist kein TikToker. Du bist nicht bekannt, dich kennt niemand. Du lebst auf den Nacken von deinem Vaterland. Mit 20 Jahren schämst du dich nicht. Und ich weiß auch, dass sie nur, also die haben nur TikTok. Die haben den Rest nicht. So, ich bin auf Snapchat, der erfolgreichste Snapchat aus Deutschland. Das wisst ihr alle, das seht ihr alle. Und wenn bei mir TikTok mal nicht mehr so klappen sollte, ich bin auf Snapchat trotzdem. Ich schwöre auf alles, der Typ verdient mit Snapchat gar kein Geld. Erstens das. Zweitens, du kleiner Keck. Du hast mit deinem Gesicht noch nie was erreicht. Wisst ihr, wie er sein Snapchat aufgebaut hat? Soll ich euch das mal erzählen? Der Typ, der bekommt immer diese Sterne, also der kommt auf diese Trends, ne, bei Snapchat. Wisst ihr auch warum? Weil er Bilder von hübschen Frauen postet. Er postet sich nicht selbst, er postet jede Stunde Bilder von hübschen Frauen. Und dadurch bekommt er Screenshots, bekommt er Aufrufe. Und damit denkt er wirklich, er ist bekannt. Er denkt jetzt wirklich, er ist dadurch bekannt. Bruder, dein Gesicht kennt niemand. Du bist nicht relevant. Dich kennt man nicht. Er postet Frauen, er postet Models, Bruder. Er postet Models, er postet sich nicht selbst. Vielleicht postet er ab und zu sein Gesicht, Alter, kriegt er 1000 Aufrufe, denkt er, er ist Superstar. Bruder, mit den anderen kriegt er 1 Million Aufrufe und so. Ja, aber das ist nur, weil diese Models im Bild sind. Weißt du, wie ich mein? Bruder, was ein Typ, der ist, so baut er sich sein Selbstwertgefühl auf, Digga. Bad Boy Boo. YouTuber, TikToker, die reden, alles Keks, wallah. Die Leute schreiben zum Beispiel so Netflix, fängt wieder an. Netflix da, Netflix hier, Bruder, was meinen die Leute damit? Ja, das ist fake alles. Also, das sind wirklich die Netflix-Schauspieler, die ihr alle kennt, halt so, ne? Junge, das Lustige daran ist, du wolltest da selbst beitreten, Digga. Du wolltest selbst mit diesen Leuten Videos drehen. Du wolltest selbst in diese Netflix einsteigen. Erzähl das doch den Leuten. Erzähl es den Leuten. Bitte. Die schreiben sich das wirklich auf und planen ihre Geschichten, ihre Stories. Und ja, man, alles fake auf jeden Fall. Auch so Beziehungen, die sind in Wirklichkeit zum Beispiel zusammen und sagen auf TikTok, die sind getrennt, damit die Klicks machen. Oder Familienprobleme zum Beispiel, binden die mit ein. Und obwohl, so, weißt du, ich meine, alles fake ist. Das kommt mir irgendwie so vor, als würden sich alle so treffen und sagen, wie schaffen das jetzt, die Leute zum Reden zu bringen? Weißt du? Und das ist wirklich alles. Ja, und das stimmt. Die treffen sich in irgendwelchen Bars. Guck mal, er erzählt das gerade so, wisst ihr auch warum? Weil er es selbst getan hat. Er hat sich selbst in irgendwelchen Bars sich mit TikTokern getroffen und dann hat er mit dem Sachen geplant. Digga, keiner möchte mit dir drehen. Keiner möchte mit dir drehen. Nur weil eine Sache GBS mit dir gedreht hat, Digga, denkt er jetzt wirklich, er ist Superstar. Ey, der Typ ist echt, Walla, der ist anstrengend, Bruder. Walla, der Typ ist anstrengend. Aber du weißt auch konkret, wer auf jeden Fall fake ist. Ja, 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 safe. Ey, wenn ich anfange darüber zu reden, wer fake ist, ich sag einfach nur Maria. Ist fake, Walla. Aber die habe ich zum Beispiel echt verteidigt vor dieser ganzen Hatewelle. Jetzt, wo sie sieht, ich habe eine Hatewelle, fängt die an, gegen mich zu schießen, um natürlich Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber die Arme, scheiß drauf. Ja, diese ganze Bande auf jeden Fall. Diese Aufmerksamkeit, ne, die Mariam hat. Ich will Mariam nicht verteidigen oder so, ich finde die selber Müll. Aber diese Aufmerksamkeit, die Mariam hat, wirst du in deinem Leben nie bekommen. Wirst du nicht. Von TikTok, wen feierst du so am meisten? Boah, das TikTok? Das würde mich auch mal interessieren. Eine Person feiere ich unnormal. Bad Boy Boo. Walla, Bad Boy. Walla, er liebt sich selbst. Er ist yani, wirklich, yani, ihr liebt euch selbst. So ist ja gar kein Problem. Aber so krass, Bruder. So krass, Amanakrim. Wie kann man so unsympathisch sein? Ich schwöre auf, der Typ ist unsympathisch sein Vater, Bruder. Yani, seid mal ehrlich, schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare, bitte. Angerufen. Ja? Ja, der geht einfach dran, Bri. Ey, hör mal deine Fresse, Alter. Wer bist du? Ey, ich bin gerade in einem YouTube-Video sogar. Leute, hier ist gerade eine richtige Fake-TikTokerin. Walla, du kleine Behinderte, halt mal deine Fresse. Und ihr Freund ist auch gerade dabei. Ihr kennt die alle, angeblich sind die getrennt auf Social Media. Das stimmt. Ich guck die ganze Zeit zu diesem Licht, Alter. Hier ist die Kamera, sorry. Halt dein Maul, Alter. Geil, Alter, nein. Das musst du auf jeden Fall rausschneiden.
Leute, was soll ich euch dazu sagen? So, ja, nee, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich zu den Typen sagen soll. Bitte schreibt einfach eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like da auf, würde ich natürlich freuen. Und demnächst wird's auf jeden Fall böse.